Servus, Grüezi und Grüß Gott, liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen, zu unserem Video TELG Deutsch B1, schriftlicher Ausdruck mit dem Thema Einladung. Ihr habt von einer Freundin einen Brief erhalten, auf den ihr dann später antworten sollt. Ich lese euch jetzt den Brief vor. Liebe Lieber, endlich habe ich Zeit, dir zu schreiben. Die letzte Zeit war sehr anstrengend für mich, weil ich sehr viel zu tun hatte. Aber jetzt habe ich alles hinter mir. Deshalb habe ich mir überlegt, eine Zeit lang in unserem Ferienhaus in den Bergen zu verbringen. Da ich nicht allein sein möchte, lade ich ein paar Freunde ein. Hättest du nicht Lust, auch mitzukommen? Es wird bestimmt toll. Du kannst auch gerne noch jemanden mitbringen. Antworte mir bald, so dass ich alles planen kann. Liebe Grüße, Marianne. Und jetzt die Aufgabenstellung. Antworten Sie auf den Brief, schreiben Sie etwas zu den folgenden vier Punkten. Was Sie dort am liebsten machen würden. Welche Fragen Sie zum Ferienhaus und zur Umgebung haben. Warum Sie gerne mitfahren möchten. Wen Sie noch gerne mitbringen möchten und warum. Bevor Sie den Brief schreiben, überlegen Sie sich eine passende Reihenfolge der Punkte, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Vergessen Sie nicht Datum und Anrede. Ihr beginnt mit dem Ort, wo ihr euch befindet und mit dem Datum. Hier Jena, 15.09.2000 so und so. Und dann die Anrede. Wenn es sich um eine Frau handelt, dann Liebe. Hier liebe Jasmin. Wenn es sich um einen Mann handelt, dann lieber Peter. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Das ist immer ganz schön am Anfang eines Briefes, dass man sich nach dem anderen erkundigt, wie es ihm geht. Und dann bedankt ihr euch für die Einladung. Herzlichen Dank für deine Einladung. Das ist ja wirklich ein toller Vorschlag, den du mir da machst. Also, immer wenn ihr von eurem Briefpartner eine Einladung bekommt, bedankt ihr euch dafür am Anfang. Wir beginnen dann mit dem Punkt, warum Sie gerne mitfahren möchten. Natürlich komme ich gerne mit. Besonders jetzt, wo alle meine Prüfungen vorbei sind und ich 2 Wochen Ferien habe. Die letzten Wochen habe ich nur gelernt und ein bisschen Erholung würde mir jetzt tatsächlich gut tun. Beim Schreiben eines Briefes und eines Textes allgemein ist es ganz wichtig, dass ihr nicht immer mit dem Subjekt und besonders nicht mit Ich den Satz beginnt. Markiert sind hier mit Schwarz die Ausdrücke, die für den Brief wichtig sind, und mit Rot etwas Grammatik. Und in diesem Video haben wir uns entschieden, die Grammatik, den Konjunktiv zu wählen und mit Rot zu markieren. Also hier würde gut tun. Würden konjugieren wir und das andere Verb ist am Ende des Satzes im Infinitiv, wird also nicht konjugiert. Der nächste Punkt ist, was Sie dort am liebsten machen würden. Und hier ein kleiner Trick, benutzt das Vokabular aus der Aufgabenstellung. Das kann es euch wirklich erleichtern. Hier zum Beispiel, am liebsten würde ich dort viel wandern und die Natur genießen, weil ich mich so am besten erhole. Und natürlich möchte ich auch viel mit dir und deinen Freunden zusammen sein. Wir könnten gemeinsam kochen, Spiele spielen und vielleicht hat jemand Lust auf eine Tour mit dem Mountainbike. Als dritter Punkt passt hier unserer Meinung am besten,
wen Sie noch gerne mitbringen möchten und warum. Du schreibst, dass sich jemand oder jemanden mitbringen kann. Beides ist hier richtig, sowohl jemand als auch jemanden. Mir persönlich gefällt natürlich jemanden besser, weil man hier ganz klar sieht, dass das Akkusativ ist. Also, ich würde gerne meine Freundin Sabine mitbringen. Sie ist sehr sportlich und hat bestimmt große Lust, mit uns zu wandern. Außerdem ist sie sehr humorvoll und wir werden viel mit ihr lachen. Und der letzte Punkt ist, welche Fragen Sie zum Ferienhaus und zur Umgebung haben. Jetzt hätte ich noch einige Fragen zum Ferienhaus. Wie viele Zimmer hat es? Und gibt es genug Betten für alle? Oder soll ich eine Isomatte und einen Schlafsack mitbringen? Zudem würde ich gerne wissen, ob es in der Nähe einen Supermarkt gibt, wo wir einkaufen können. Oder ein Restaurant, so dass wir nicht immer kochen müssen. Und jetzt der Schluss. Ich freue mich schon sehr auf die Tage im Ferienhaus und hoffe, dass wir gutes Wetter haben werden. Bis bald und lieben Gruß, Amelie. Wie immer interessiert uns natürlich eure Meinung zu dem Video und wir warten auf eure Kommentare. Das war's wieder von uns und wir verabschieden uns mit einem Tschüss, Servus, Baba und Wiedermöge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Deutsch-Globaltier.